Mein Name ist Benjamin von Fragfina und mit dem heutigen Video beenden wir unsere Nettopolicen-Testreihe. In diesem Video erfährst du alles über die Testergebnisse, Detailergebnisse und natürlich auch über die Testsieger. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bevor wir mit dem Video starten, ein kleiner Disclaimer. Alle Daten sind mit größter Sorgfalt recherchiert und basieren auf den aktuellen Angebotsberechnungen der Rechentools der Versicherung sowie den aktuellen allgemeinen Versicherungsbedingungen. Doch trotz größter Sorgfalt können wir nicht ausschließen, dass uns an irgendeiner Stelle ein Fehler unterlaufen ist. Sollte euch etwas auffallen, dann gebt uns gerne einen kurzen Hinweis. Darüber hinaus kann dieser Test nur einen allgemeinen Überblick verschaffen und ersetzt keine auf die individuelle Situation zugeschnittene Beratung. Bei dem Video handelt es sich um eine Momentaufnahme, die Vertragsbedingungen können sich jedoch ändern. Aus diesem Grund findest du auf unserer Website den gesamten Test ausführlich in Schriftform. Dort werden wir bei größeren Veränderungen die Daten auch updaten, sodass ihr immer auf dem möglichst aktuellsten Stand seid. Doch jetzt genug der Vorrede, lasst uns gleich ins Video einsteigen. Schauen wir uns als erstes an, wie wir bei unserem Test vorgegangen sind. Bei jedem getesteten Tarif haben wir uns in Summe 18 Detailkategorien angeschaut, die sich zu den Oberkategorien Effektivkosten, Geldanlage, Rentenfaktor, Flexibilität und Vertragsgestaltung, Bilanzkennzahlen und Online-Portal zusammenfassen lassen. Für jede Detail- und auch Oberkategorie haben wir eine Schulnote zwischen 1 und 6 vergeben, aus der sich dann eine Gesamtnote für den getesteten Tarif ergeben hat. Für welche Werte, welche Noten vergeben wurden und wie sich die Analyse im Detail zusammensetzt, kannst du in unserem Einführungsvideo nachschauen, was wir hier nochmal verlinkt haben und natürlich auch im Test auf unserer Seite. Diesen haben wir in der Beschreibung verlinkt. Starten wir mit der ersten Kategorie und zwar den Effektivkosten. Bei den Effektivkosten werden alle Kosten des Vertrags auf die gesamte Laufzeit umgelegt. Dies ermöglicht einen Kostenvergleich mit einer Anlage, beispielsweise direkt am Kapitalmarkt. Und idealerweise sind die Effektivkosten so gering wie möglich. Die Effektivkosten in unserem Test lagen zwischen 0,31% beim günstigsten und 0,82% beim teuersten Anbieter. Dabei waren die drei günstigsten, die LV 1871 mit 0,31%, die Continentale mit ebenfalls 0,31% und der Volkswohlbund mit 0,39%. Bei den Effektivkosten wurden die Kosten für die Geldanlage nicht mit berücksichtigt, die kämen also je nach gewählter Geldanlage noch on top dazu. Als zweite Kategorie haben wir uns die Geldanlage angeschaut. Hier haben wir uns drei Detailkategorien rausgepickt, und zwar aus wie vielen Geldanlagen man grundsätzlich wählen kann, aus wie vielen ETFs man wählen kann und aus wie vielen nachhaltigen Anlagen, die der EU-Offenlegungsverordnung nach Artikel 9 entsprechen, man wählen kann. Hier waren die drei Bestplatzierten die MyLife mit einer Zwischennote von 1 in der Kategorie Geldanlage, die Alte Leipziger mit einer Note von 1,33 und die Interrisk mit einer Note von 1,67. Die nächste Kategorie, die wir uns angeschaut haben, war die Kategorie Rentenfaktor. Wir unterscheiden hier zwischen den Detailkategorien garantierter Rentenfaktor und aktueller Rentenfaktor. Der garantierte Rentenfaktor gibt an, was man garantiert als Rentenfaktor zum Rentenbeginn erhält, das ist also die Worst-Case-Möglichkeit. Und der aktuelle Rentenfaktor gibt an, wie hoch der Rentenfaktor zum Rentenalter sei, wird bei heutiger Rechnungsgrundlage. Mit der besten Note, und zwar eine 1 in dieser Kategorie, hat die Condor abgeschnitten, dahinter die Ergo mit einer Note von 1,5 und auf einem geteilten dritten Platz mit der Note 2 die Bayerische und der Münchner Verein. Eine weitere Kategorie, die wir in unserem Test beleuchtet haben, war das Thema Flexibilität und Vertragsgestaltung. Hier schnitt am besten die Alte Leipziger mit einer Note von 1,33 ab, dahinter die LV 1871 mit einer Note von 1,67 und der Münchner Verein ebenfalls mit einer Note von 1,67. Als vorletzte Kategorie haben wir uns ein paar der wichtigsten Bilanzkennzahlen angeschaut. Dazu gehörten das Eigenkapital, die Nettoverzinsung der letzten 10 Jahre, Verwaltungskosten und die verwalteten Anlagen. Hier befindet sich ebenfalls die Alte Leipziger mit einer Note von 1,25 auf Platz 1, auf Platz 2 der Volkswohlbund mit einer Note von 1,75 und auf dem geteilten dritten Platz mit einer Note von 2 die LV 1871 und die Continentale. Als letzte Kategorie haben wir uns angeschaut, ob die Versicherungen ein Online-Portal anbieten, bei dem man die Möglichkeit hat, Daten wie beispielsweise die Adresse oder die Bankdaten zu ändern. Bis auf wenige Ausnahmen hatte hier der Großteil der Anbieter ein entsprechendes Online-Portal mit im Portfolio. Kommen wir abschließend zu den Testsiegern unseres Nettopolicen-Tests
2023. Auf Platz 3 mit einer Gesamtnote von 2,16 landete die Condor mit ihrem Tarif Kongenial Privat. Der Tarif hatte seine Stärken vor allem in dem Bereich Rentenfaktor und Flexibilität. Auf Platz 2 mit einer Gesamtnote von 1,88 landete die F1871 mit dem Tarif Mein Plan. Der Tarif bietet ein sehr gutes Gesamtpaket und sticht besonders in der Kategorie Effektivkosten und Flexibilität heraus. Und auf dem ersten Platz mit einer Gesamtnote von 1,5 landete die Alte Leipziger mit dem Tarif HFR10. Im Grunde in allen Kategorien sehr stark aufgestellt, sind hier noch einmal gesondert die Kategorien Geldanlage, Flexibilität und Bilanzkennzahlen positiv zu erwähnen. Wie bereits erwähnt, findest du den gesamten Test mit allen Kategorien, allen Detailergebnissen, allen Detailkategorien, allen Erklärungen zu den Kategorien und Noten auf unserer Website. Der Link dafür ist in der Beschreibung. Ich hoffe, dir hat das abschließende Testergebnis gefallen und du konntest einige wichtige Erkenntnisse für deinen Entscheidungsprozess mitnehmen. Wenn du weitere Informationen rund um das Thema Finanzen und Vermögensaufbau haben möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und schau auf unserer Seite fragfina.de vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.